Happy Halloween, meine lieben Freunde, Leute. Es wird heute nämlich spuken, denn der kleine Bruder von iCrimex wird heute mit Max Halloween feiern und ich glaube, Max wird mich pranken, Leute. Und dieser Prank geht auf jeden Fall zu weit. So weit, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Halloween-Autos klauen müssen, Leute. Was für Autos wir klauen und was es für ein Prank war und wie wir Halloween feiern, das seht ihr in diesem geilen Film. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, bleibt bis zum Ende dran, um alles rauszufinden und schreibt in die Kommentare, wie böse war der Prank eigentlich. So, hallo, Paul Berger. Ja, das geht, Thun. Ja, komm. Oh, das ist ein Polizist, Polizist, erledigt, keine Sorge, der ärgert dich nicht mehr. Komm, steig ein. Alter, warum hast du das gemacht, Mann? Ja, das ist ein Polizist. Ich werde mir die Kraft nehmen. Wo ist Max überhaupt, Mann? Der ist zu Hause. So, weg hier, Klasse! Hey, Leute, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Auf jeden Fall erstmal lasst ein dickes Like da, wenn ihr wieder Bock habt auf ein bisschen Paulberger-Action. Abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke, um nicht zu verpassen. Und ich frage mich gerade, wieso Thun mich überhaupt abgeholt hat. Thun, wieso hast du mich abgeholt überhaupt? Ja, weil ich ein guter Onkel bin. Nein, Spaß, weil ich habe einen Job für dich. Ein Job? Ja, ja, ein Job. Du willst doch Geld verdienen, hast du gesagt. Ja, schon ein bisschen Geld machen also, und so. Ja, 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 aber ein guter Job für dich, für viel Geld. Okay, ja, was soll ich denn machen? Na, lass dich überlassen, du musst ein bisschen auf Oldschool wieder arbeiten, ja? Aber krieg gutes Geld? Ja, natürlich kriegst du gutes Geld, da glaubst du, du machst das letzte Superangebot, oder was? Ey, Leute, es hört sich schon mal richtig gut an. Ich wurde gerade von der Schule abgeholt, von Thun, um zu arbeiten. Und Thun will mir irgendeinen guten Job geben, Leute. Ich weiß zwar nicht, was ich machen muss, aber wir fahren da jetzt hin. Und ich bin echt gespannt, denn, ja, Paulberger muss ja auch irgendwie Geld verdienen, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ey, Leute, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen länger unterwegs. Ey, wo fahren wir, Alter? Hier sieht's voll komisch aus. Du stellst so viele Fragen, Paulberger. Vertraust du mir nicht, oder was? Ja, doch, schon, aber hier sieht's voll komisch aus. Steig aus! Wie? Hier? Steig aus! Hallo, bist du... Ja, jetzt? So, da hinten kannst du irgendwo Arbeit suchen gehen, ja? Mach gut! Leute, wir wurden gerade hier rausgelassen. O'Neill's Range. Irgendwie, ich weiß nicht, was jetzt... Vielleicht hat hier irgendwie Thun eine Plantage oder irgendwie eine Farm, Leute. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er mich hier rausgelassen, weil ich arbeiten soll dort. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal anrufen soll. Warte, ich rufe ihn jetzt nochmal an und frage ihn, ob was das sein soll, Leute. Warte, hier Handy rauszucken. Jo, hallo, Thun, wo bist ich? Ja, wie? Du wolltest arbeiten gehen, hab ich gesagt. Ja, aber ist das nicht hier von dir? Bist du als Polizei überflacht, so viel Flaggen ab? Bist du einfach wie gewollt, wie lustig? Ja, soll ich jemanden fragen? Da vorne steht ein Bauer, soll ich zu dem hingehen? Ja, geh doch mal zu dem, frag mal, was los ist, oder? Kannst du nicht selbstständig arbeiten, oder was? Da muss ich doch beibringen, wie man was zu essen macht. Ja, okay, auf Wiedersehen. Jetzt alle, sofort. Leute, ich weiß nicht, was ich hier zu suchen habe. Da vorne steht auf jeden Fall irgendein Bauer. Ich werde den jetzt mal gleich fragen, was hier los ist, Freunde. Was ich hier überhaupt mache, Leute, weil... Hä? Ich dachte, ich verdiene gutes Geld. Okay, Leute, hier vorne steht irgendwie der Bauer. Hallo? Bist du der Junge, der geschickt wurde? Ja, ich glaube schon. Also, ja, perfekt. Ja, willst du arbeiten, richtig? Aber ja, ich weiß. Wenn du arbeiten willst, da drüben ist ein Feld, da hast du ein paar Kürbisse zu pflücken, ne? Bring mir alles so viel, du pflücken kannst. Ja, krieg ich auch ein bisschen Geld? Natürlich, da wird alles hier tipptopp bezahlt, ne? Ach so. Ja, $5 die Stunde, also komm, mach jetzt hin, ne? Ja, okay, aber wieso so wenig? Hast du wenig? In deinem Alter habe ich 1 € in die Sonne bekommen. Du verföhntes Chicken-Girl. Ja, mach das hin, Gott, und mach die Beine. Aber Thun hat gesagt... Oha. Ja, okay, ich gehe schon. Also, der hat einfach eine Waffe gezogen. Ich mach das schon. Leute, der hat einfach gerade eine... Bleib doch jetzt liegen, Alter. Ich habe jetzt seine Waffe, Leute. Ich weiß nicht, ob Thun jetzt sauer sein wird, dass ich jetzt den komischen Farmer-Typen hier niedergeschlagen habe, aber der hat eine Waffe gezogen, was sollte ich denn machen? Hä, und hat irgendwas gesagt, wir sollen Kürbisse pflücken gehen und $5 die Stunde, ich glaube, hier liegt irgendwas Falsches in der Luft, Leute. Aber ich gehe jetzt erstmal kurz zu der Farm und check ab, was da abgeht. Okay, Leute, ich weiß nicht, wo ich hin muss, ich gehe jetzt einfach mal hier diesen Weg entlang, Leute, weil ich muss hier irgendwie zu den Feldern kommen, aber wo sind denn die Felder? Warte mal, da kommt ein Tracker mir doch entgegen. Hey, bist du nicht dieser Publiker? Entschuldigung, ich suche die Felder, wo ich arbeiten muss. Du bist der Junge, der den Thun geschickt hat, richtig? Ja. Bist du bereit zu arbeiten?
Ja, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wieso hat er mich hier geschickt. Ja, vielleicht hat er ein bisschen Husky auf dich. Ja, hast du irgendwie Scheiße gebaut. Ah, stimmt, Leute. Wir haben in den letzten Folgen echt ein bisschen verkackt bei Tour mit den Waffen und so. Ja, das kann schon sein, aber ich habe da gar keine Lust zu arbeiten. Ja, mir egal. Auf jeden Fall, du bist eingestellt schon gewesen. Da drüben Kürbis ja alle pflücken, na? Wenn du nicht schaffst, alle noch vor Halloween zu pflücken, dann kommt das Kürbismonster. Darauf haben wir alle keine Lust, ja? Was? Ja, das Kürbismonster kommt, wenn du nicht alle pflückst. Also beeil dich jetzt, Makine! Leute, habt ihr das gerade gehört? Er hat gerade gesagt, ich muss Kürbisse pflücken gehen. Da vorne sehe ich jetzt auch die Kürbisse. Ey, du Kuh, geh mal aus dem Weg. Da läuft einfach noch eine Kuh entgegen. Wir müssen irgendwie Kürbisse pflücken, Leute. Und wenn wir die Kürbisse nicht pflücken, hat er irgendwie gemeint, kommt ein Kürbismonster. Und wieso soll ich jetzt überhaupt Kürbisse pflücken für 5 Dollar oder sonst was die Stunde, Leute? Guck mal, wie viele hier sind, Mann. Ey, ehrlich, gar keine Lust, Freunde. Ich fange jetzt mal an, die Kürbisse zu pflücken und dann melde ich mich gleich wieder. Ey, Leute, ich bin hier voll am Ackern. Ich habe schon so viele Kürbisse hier ausgepflückt, Leute. Aber es wird irgendwie gar nicht weniger. Guck mal, wie viele hier sind. Und ich arbeite und arbeite und arbeite hier. Und ich sag euch ehrlich, ich habe echt keine Lust mehr. Warte mal, was ist das denn? Da liegt doch irgendein Kürbis rum oder so. Ist es ein Mensch? Warte. Was war das denn? Was ist... Ist es ein Kürbis oder ist es ein Mensch, Leute? Nein, ich... Hä? Aber der Typ meinte doch irgendwas vom Kürbismonster. Hä, Leute? Hä? Der ist weg? War das das komische Kürbismonster, was er gemeint hat? Ich hab keine Ahnung, Freunde. Irgendwas ist hier komplett faul. Ich wollte doch nur ein bisschen Kürbisse pflücken und plötzlich ist hier irgendein Kürbismonster oder sowas. Ein Kürbis oder... Ich glaube, das war bestimmt irgendjemand, der mich pranken wollte, Leute. Nur weil er einen Kürbis auf dem Kopf hatte, hat das ja noch nichts zu sagen. Also, nee. Ich pflück jetzt einfach mal ein bisschen weiter meine Kürbisse hier. Ich glaube, das habe ich mir gerade eingebildet. Ich glaube, ich habe auch schon zu lange gearbeitet hier auf dem Kürbisfeld, Leute. Irgendwas ist hier ganz komisch. Hey Leute, ich bin hier die ganze Zeit weiter am Arbeiten gewesen. Ich habe echt schon viele Kürbisse hier beiseite geräumt und so weiter. Aber ich muss jetzt mal kurz diesen Traktorfahrer finden oder sowas. Ich muss ihn mal fragen, wo gibt's hier... Was ist das? Hey, du da! Hey Leute, ich hab noch die Pistole. Ich wollte ihn gerade abknallen. Ich hatte doch noch die Pistole von diesem komischen Bauern. Hallo, geht's dir gut? Ich glaube, das Kürbismonster hat ihn gefressen, Leute. Hey Leute, hier läuft irgendwas komplett schief. Das Kürbismonster, der eine meinte irgendwie, das Kürbismonster kommt erst, wenn die ganzen Kürbisse nicht gepflückt sind bis Halloween. Eigentlich habe ich doch noch Zeit. Ich sag euch ehrlich, hier stimmt etwas gar nicht und ich will auch gar nicht mehr weiterarbeiten. Ich rufe jetzt Tuan an und sag ihm, er soll mich abholen. Hallo, Tuan! Hallo Pulliger, was los? Ja, also ich war jetzt hier arbeiten und dann war ein Kürbis da. Dann hat der eine gesagt, es kommt ein Kürbismonster. Dann hab ich ihm nicht geglaubt. Macht aber einen Spaß, sei so ehrlich. Nein, weil der ist wirklich ein Kürbis. Selber schuld, hä? Ja, aber das Kürbismonster ist wirklich hier und das tötet Menschen. Gibt es wirklich ein Service? Sehr gut, Paulberger. Endlich kommen wir zum listigen Plan. Ja, kannst du mich abholen, bevor du mich aufhörst? Nein. Warum nicht? Ich hab keine Lust. Guck mal, du hast mir viel Schaden gemacht. Ja? Du schuldest mir Geld. Eigentlich müsstest du dich kaputt machen. Aber du bist ja gar nicht wieder vom Markt. Deswegen, ich hab ein großes Herz. Ich mach dich nicht kaputt. Ja? Dafür du besorge mir die Autos vom Kürbismodell. Er hat sehr, sehr viele seltene Autos. Einen von Unikate, sage man. Aber der hat gar keine Autos. Ich habe keine Autos. Der hat Autos. Ja, bitte hol mich einfach ab. Nein. Leute, der hat einfach aufgelegt. Was ist das? Er hat irgendwie gemeint, ich soll die Autos vom Kürbismonster besorgen und dann für... was ist das denn? Was fährt denn da, Leute? Da fährt... Warte mal, da ist das Kürbismonster. Ey, guck mal. Das ist das Kürbismonster, Freunde. Ist das das erste Auto, Leute? Das ist ein Halloween-Kürbisauto. Oh mein Gott. Aber warte mal, wir beobachten den mal. Ey, wir gucken mal. Oh, da tötet gerade Kühe. Der ist ganz verrückt. Der tut gerade eine Kuh essen da im Hintergrund. Leute, ich fahre jetzt einfach mit dem Kürbisauto weg und da, ich glaube, das ist... Warte, der kommt. Schnell das Auto knacken. Okay, warte.
Der kommt. Wir warten. Und kurz davor drücken wir aufs Gas, Leute. Wer ist das? Ich kann es nicht erkennen, Leute. Ich sehe sein Gesicht nicht. Nein, ich musste losfahren, Leute. Aber ich habe irgendwie ein Kürbisauto. Was ist das denn? Der schießt. Oh, Entschuldigung. Ey, Leute, irgendwas ist hier ganz komisch, Leute. Wir haben auf der Kürbisfarm ein Kürbismonster gefunden. Und jetzt haben wir ein Kürbisauto entdeckt. Und irgendwie will Touren diese Autos haben. Und dann. Was macht er hier? Oh mein Gott, er verfolgt mich, Leute. Ich muss abhauen. Okay, wir haben das erste Kürbisauto. Und scheinbar soll es ja noch irgendwas geben, Leute. Hä, was ist denn hier? Was ist das? Eine fliegende Pistole? Ich sag euch, hier ist was ganz Komisches. Hier war einfach eine Pistole, die mich angegriffen hat, Leute. Aber wir haben auf jeden Fall Munition bekommen durch irgendwelche fliegenden Pistolen, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich rufe jetzt die Polizei. Ja, hallo? Ja, hallo, guten Tag. Also, ich bin hier bei der Polizei, oder? Richtig, Sie sind bei der Polizei. Deshalb haben Sie auch die 110 gewählt. Können Sie bitte zu der Mobilfarm kommen, bitte? Hier ist etwas Komisches, hier war ein Schießerei. Was ist denn gerade passiert? Nennen Sie mir das Problem, schildern Sie mal. Wo, ja, wann, wie, wer, was? Hier war, hier sind Leichen und tote Menschen und Schießerei war hier. Die O'Neill-Farm. Ja, ich werde das sofort weiterleiten. Die Daten werde ich gleich sofort weiterschicken. Schicken Sie bitte ein paar Einsatzkräfte, hier läuft was gewaltig schief, ja? Wird gemacht. Alles klar, vielen Dank. Ey, Leute, irgendwas ist hier ganz komisch. Ich habe jetzt die Polizei alarmiert. Ich hoffe, die werden pünktlich kommen. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Mich haben gerade einfach Pistolen attackiert. Ich sag euch ehrlich, irgendwie ist die O'Neill Farm hier komplett irgendwie... hier spukt es einfach, Leute, oder sonst was. Wir gehen da jetzt rein. Ich hoffe, wir finden jetzt noch irgendwas, was Touren davon uns will. Irgendwie noch ein geheimes Auto oder sowas. Ich habe selbst keine Ahnung. Oder vielleicht hilft mir auch einfach die Polizei und wir stoppen das Halloween-Monster. Hey, Leute, ich laufe hier schon die ganze Zeit und ich bin jetzt schon gleich wieder angekommen. Warte mal, da kommt die Polizei. Hey, Hilfe! Officer James, ich habe den kleinen Jungen gefunden. Hallo, Kleiner, was ist hier genau passiert? Problem. Das war so ein Halloween-Monster und das hat einfach Menschen gegessen und dann habe ich geschossen und dann hat er gegessen und dann war ein Halloween-Monster hat einfach irgendwelche Menschen gefressen. Kleiner, setz dich mal rein, Kleiner. Da hatte wirklich einen Kürbis auf dem Kopf. Guck mal, hör mir mal zu, ja? Ich weiß, dass es gerade Halloween ist. Und wo genau wurde das Monster gerade gefressen? Ja, irgendwo vorne rechts bei den Farms, ich weiß auch nicht. Hier rechts oder was? Ja, Sie müssen jetzt hier die Lokation sichern. Ganz viele Polizisten erholen, das ist ein Alarm. Kleiner, hör mir mal zu, ja? Kannst vom Glück reden, dass du noch so jung bist. Normalerweise würdest du jetzt dafür eine Strafe bekommen, dass du deswegen die Polizei alarmiert hast. Und genau hier wurde ein Mensch gefressen, oder was? Ja, nicht hier, aber vielleicht ist er auch irgendwo, oder wollt ihr? Ich hab keine Ahnung. Warten Sie mal. Was ist das denn? Steig mal kurz aus. Da hatte vorhin auch so ein Halloween-Auto. Ja, aber das ist auch vollkommen normal. Die bereiten sich doch alle wegen Halloween vor. Ja, aber guck mal, hier steht drauf das Spooky. Auto ist nicht zugelassen auf normalen Straßen, aber solange ich hier auch keinen Fahrer sehe, ja, kann ich auch da nichts machen. Haben Sie von irgendjemandem was gehört, das Spooky heißt? Das Auto ist doch extra so gemacht worden für Halloween. Das soll doch nur Deko sein, Kleiner. So, ich muss dann auch wieder weiter, ja? Nein, Sie müssen mit mir das Monster finden, wirklich. Vielleicht ist er hier drin, wenn das Auto da vorsteht. Ach, Mann, warte mal ganz kurz. Da muss ich mal ganz kurz hier meinen Oberkommissar Bescheid geben. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, hier stimmt was nicht. Der eine geht gerade seinen Oberkommissar holen, Leute. Hier auf dem Auto steht Spooky drauf. Vielleicht heißt dieser Kürbiskopf irgendwie Spooky. Wir müssen uns auf jeden Fall diesen Namen merken, Leute. Vielleicht können wir auch später mit ihm reden. Ich hab was gehört! Ausnahmsweise kann ich hier mit dir jetzt die Zeit verbringen und ja, dir alles zeigen, beziehungsweise zeigen, dass dir hier nichts passieren wird. Wissen Sie, ob hier jemand im Haus wohnt? Hier wohnt wahrscheinlich niemand, oder? Ich klopf mal. Hä? Die Tür ist offen? Sehr merkwürdig. Okay, Leute. Hier spricht die Polizei. Falls Sie sich in diesem Gebäude befinden, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Kleiner, hier ist doch niemand. Das Gebäude scheint wirklich verlassen zu sein. Aber es ist echt schon sehr merkwürdig, dass das Auto dort vorne steht. Ja, aber guck mal, das Auto ist... Hören Sie das? Nee, ich höre nichts. Das ist vielleicht mein Magen, aber ich höre sonst nichts. Ich glaube, das kommt von da unten. Ja, ich habe meine Taschenlampe auch nicht dabei, aber gut, dass du hier alles anleuchtest. Hier ist niemand.
Aber hier ist wirklich niemand. Okay. Leute. Sehr seltsam. Ich habe irgendwelche Geräusche. Rainer, hör auf mit diesen Spießchen. Ja, das ist doch dein Handy. Mach dein Handy aus. Gib mir mal dein Handy, Kleiner. Ich hab gesagt, gib mir dein Handy, Kleiner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, raus hier. Leute, das Kürbismonster ist hier. Oh mein Gott, er hat den Polizisten gefressen. Ey, was soll ich denn sagen? Ey, hier ist das ein Halloween-Auto. Ich würde mir das jetzt schnappen, Leute. Ich fahre das jetzt erstmal. Wow. Oh, der schießt mich ab, Leute, Ich bringe jetzt das Auto erstmal in Sicherheit, Freunde. Ich sag euch, wie es ist. Ich bringe erstmal das Auto in Sicherheit. Aber das kann nicht sein, dass ich dieses Kürbismonster hier rumlaufen lasse, Leute. Das bringt ganz viele Menschen umsonst. Und es hat auch den Polizisten umgebracht und hat mir nicht mal geglaubt, dass hier irgendwas ist, Leute. Aber wir haben erstmal das Auto jetzt in Sicherheit gebracht. Ich parke jetzt erstmal da drüben, wo ich das andere Auto geparkt hatte. Leute, irgendwas läuft hier komplett schief. Guck mal, da vorne ist das andere Auto. Wir parken das Halloween-Auto zum anderen Halloween-Auto. So, hier schön rein. Zack, jetzt haben wir zwei Halloween-Autos. Aber ich glaube, Thun wird auf jeden Fall schon zufrieden sein. Wir haben zwei Halloween-Autos. Ob es noch eins gibt oder nicht, ich muss es jetzt rausfinden, Leute. Ich muss mich vielleicht ihm stellen und ihn vielleicht mit Namen ansprechen oder so. Ich habe selbst keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle, aber ich gehe da jetzt rein. Let's go, Leute. Ey, Leute, ich bin jetzt wieder zurückgekommen, da, wo wir alles angefangen haben. Ich sag euch ehrlich, hier ist irgendwas Komisches, Leute. Hier ist auf jeden Fall ein Halloween-Monster, was vielleicht Spooky heißt. Haben wir rausgefunden mit dem Auto, Leute. Ich höre das wieder, Leute. Ich höre das. Wissen Sie, wo Spooky ist? Warum schlagen Sie mich? So, zack, Mann. Den machen wir jetzt. Oh. Das ist er. Nein. Der tut den Farmer attackieren, Leute. Helfen Sie mir! Da vorne ist ein Monster! Sie müssen mir helfen! Ja! Wow! Leute, ich sehe das. Ich glaube, das ist das letzte Halloween-Auto. Ich glaube, da vorne ist es. Nein, wir müssen abhauen, Leute. Wir müssen abhauen. Da frisst sogar die Menschen auf. Nein, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist er hin? Hey, der ist weg. Warte, ich versuche mal näher an das Auto zu kommen, Leute. Hey, und die Farmer, die sind auch alle komplett behindert. Die machen einfach gar nichts. Oh mein Gott, es ist einfach ein Halloween-Bugatti. Wartet mal, ich weiß nicht. Da ist er wieder. Warte, ich frag die Leute nach Hilfe. Ja, kannst du mir helfen, bitte? Da ist ein Mann. Der muss. Greifen Sie den an. Die machen absolut nichts, Mann. Ey, Leute, ich versuch den mal abzuknallen einfach. Ich muss es tun. Ich knall den ab. Leute, das Polizeiauto steht noch hier. Der verfolgt mich. Ey, wenn er jetzt ins Haus reinkommt, was mache ich denn jetzt, Leute? Wo ist er? Boom! Oh, das hat nichts gebracht. Nein. Leute, der will mich attackieren, der will mich töten. Ich habe keine Überlebenschance. Ich muss ihn bei Namen ansprechen, Leute. Das ist meine einzige Überlebenschance. Hey, Spooky! Spooky! Ich weiß, dass du Spooky bist. Du bist... Spooky? Spooky. Ja, du bist Spooky, oder? Leute, der macht gerade nichts. Warte, ich laufe jetzt einfach mal raus. Leute, irgendwie macht er gerade gar nichts. Wir können gerade rauslaufen einfach. Irgendwas ganz Gruseliges geht hier vor sich, Leute. Spooky! Ja, Spooky! Wo bist du? Leute, da ist er. Ich bin Spooky! Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen soll, Leute. Spooky! Spooky! Ich bin Spooky! Kannst du aufhören, Menschen zu töten? Menschen? Warum tötest du Menschen? Menschen? Aua, Spooky! Warum? Weil sie Kürbisse essen? Spooky Familie, aua!
Ja, aber das ist nur so an Halloween. Am nächsten Tag macht es niemand mehr. Halloween böse. Ja, es ist schon ein bisschen böse, aber... Ey, Leute, ey, Spooky! Spooky! Freundlich! Spooky! Ja. Lieb! Du ja. Spookys Freund! Ja! Oh, er wisst's gleich! Alter! Tua, du hast gerade Spooky überfahren! Ja, natürlich hab ich ihn überfallen. Das ist ein Monster! Aber ich hab auf jeden Fall die zwei Autos da in der Garage geparkt. Ja, wo ist das andere? Da fehlt ein drittes! Da hinten, komm mit! Ich hab mir fast in die Hosen gepinkelt, da vorne steht der Bugatti. Ja, sei kein Weißei. Komm, ja. komm. Ah, das ist Bugatti, perfekt, den hol ich mir. Bomberger, hast du uns operiert, sehr gut gemacht. Alter Max! Was sollte das denn? Ja, es ist Halloween, Junge. Alter, wie siehst du denn aus? Das ist doch nur meine Halloween-Maske, entspann dich. Kannst du die bitte mal ausziehen? Ich habe auch noch ein paar andere, die ich anziehen kann. Ja, aber ich will den... Mal, den gibt's noch und die Maske habe ich, oha, auch. Oha, oha. Der ist irgendwie nicht so gruselig. Alter, die war gut. Mach die, ja, hier. Lauf so dumm. Das ist doch keine gruselige Maske. Oh ja, aber okay. Guck mal, das hier ist vielleicht was für dich hier, die Maske. Das ist eine McDonald's-Tüte. Ja, ey, aber wenn wir in den Park gehen, da muss man sich verkleiden. Hä, was für ein Park? Ja, wir gehen jetzt in den Halloween-Park. Ja, ich zock heute. Nein, wir gehen in den Halloween-Park. Heute ist Halloween-Update rausgekommen in GTA, ich will zocken. Das kannst du doch auch noch morgen machen. Ey? Du musst hier mal was in echt erleben, das echte Leben, dies, das. Oh, gar keine Lust, Mann. Guck mal, ich sag dir ehrlich, lass da reingehen. Ich zieh diese Maske auf, weil wenn man als Erwachsener verkleidet ist, kommt man kostenlos rein. Und Kinder sind sowieso kostenlos im Park. Lass einfach hingehen. Ja, was ist das für ein Park? Das ist so ein Halloween-Clowns-Horror-Park, keine Ahnung. Ich hab schon ein bisschen Angst vor Clowns. Ja, das macht doch nichts. Bin doch dabei, ist doch alles gut. Ja, na gut. Tag na gut, aber später darf ich dann die Nacht durchzocken. Ja, von mir aus. Komm, wir gehen dahin. Okay. Ey, Leute, habt ihr gehört? Ich und Max gehen in irgendeinen Halloween-Gruselpark, Leute. Keine Ahnung, ob ich sowas mag, aber wart ihr schon mal in sowas, Leute? Schreibt's gerne in die Kommentare rein. Max, wo ist das überhaupt? Ja, das ist nicht weit. Komm, steig einfach ein. Ach, die Tür, die spinnt. So, oha, Alter, seit wann hast du so einen coolen Lambo? Ich hab den geupgradet vor ein paar Tagen. Hast du ihn getuned? Ja, der hat hier LED-Tuning bekommen. Hab gesehen, Alter, krass, Mann. Na gut, dann. Leute, da würde ich sagen, wir fahren jetzt rüber und gucken mal an, was uns dort erwartet. Absolut keine Ahnung, was Max von uns will, Leute. Halloween, aber komm fürs Halloween. Hey, pass mal auf, Mann. Okay, let's go, Leute. Sind wir gleich da? Kannst du mal normal fahren? Du fährst wie ein Betrunkener, Mann. Die fahren alle rein, ey. Ich dachte schon gerade, du crashst in den LKW. So, okay, das ist also da, wo wir hinfahren. Del ja, Piero Park. Das Park. Sieht doch schon voll cool aus. Ja, weiß nicht, okay. Ja. Wie, du weißt nicht? Das sieht doch übelst krass aus, ja, hier. Ja, geht so. Ist okay, ja. Park mal dein Auto. Ja, park hier. Gut, dass du Schilder lesen kannst und dann einfach hier durch nicht mal die Einfahrt genommen hast. Doch egal. Oh, was kostet eigentlich ein Eintrittsticket umsonst? Oder normal? Ich glaube normalerweise $100 oder so, aber es ist ja jetzt kostenlos, weil ich verkleidet bin. Oh. Ein Kind und ein Erwachsener verkleiden. Ihr habt umsonst Eintritt. Ja, danke. Ja, danke. Aber betreten auf eine Gefahr. Was soll denn da für eine Gefahr sein, Junge? Alles gut. Nein, nein. Max, ich will da nicht rein. Da nervt. Das ist ja echt voll der Komische. Aber ist doch egal. Max, lass nach Hause. Geh wirklich. Der hat mich Max! Freizeitpark, oh Gott, wir müssen jetzt, Leute, was ist denn? Alter, der verfolgt mich, Max. Nein, doch nicht. Der ist weggelaufen. Ganz komischer Kerl, Leute. Was ist denn hier? Oh. Max! Oh. Wo bist du? Hier am Eingang, wo bist du? Ah, ich bin Max, hier! Hier, ich bin anders reingekommen irgendwie. Okay, sieht eigentlich ganz cool aus. Aber warum sind alle Leute hier normal? Warum ist der nicht verkleidet? Ja, dann haben wir die halt Eintritt gezahlt. Man muss sich ja nicht verkleiden. Oh. Ich habe halt ein bisschen was gespart dadurch. Ja, aber komisch, ja. Ganz, ganz komisch. Max, was wollen wir jetzt machen? Hörst du diese Soundeffekte? Nee, ich höre nichts. Warum ist da ein Teddybär? Er ist unheimlich. Max, lass gehen, wirklich. Nein, lass aufs Riesenrad. Lass die Wasser rutschen. Ja, okay, oder dann lass irgendwo mal reingehen. Was ist das hier?
Das muss ein Zirkus sein. Alter, diese komische Saute. Zirkus. Oh. Ey, Max, was ist jetzt für ein Zirkus hier? Hallo, herzlich willkommen zur Clownshow. Max, was machst du wieder am Zirkus? Oh, du hast no, ich hab jetzt meine Maske ausgezogen. Ich hab's ja nur was ist das für eine Show? Das ist ja wohl die Clowns-Show. Ah! Die sind ja lustig. Der ist verschwunden einfach, Max! Ah! Ah! Max, wie hat er das... What? Max, wie hat er das gemacht? Er hat es ja voll geschafft, dich zu erschrecken. Hä, was war das? Das war eine gute Show, Clown. Das war eine gute Show. Hä, wie macht er das? Das ist doch nicht normal. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Hast du das gehört? Lass weitergehen. Max, hast du das gehört? Ich hab gar nichts gehört. Max, oh, er hat gezielt auf mich. Ich schwöre, der hat gezielt auf mich. Ey, Paul Berger, du spinnst heute der hat richtig rum, ey. Max, ich will nach Hause gehen, ich hab Angst. Max! Max, 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 Max. Ja? Der Clown ist gerade auf mich zugelaufen. Ja, er ist auch auf mich zugelaufen. Und jetzt? Max, lass uns gehen, okay? Wirklich? Oh, Paul Berger, mit dir kann man gar keinen Spaß haben, ey. Du bist ja ein richtiger Angsttraum. Oh, Leute, ich darf nicht so kleine Eier zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir... Max, kann ich mir wenigstens einen Hotdog kaufen? Ja, dann kauf mir einen Hotdog, kauf mir einen Hotdog, bitte. Ich hab kein Geld. Leute, wir warten jetzt kurz auf unser Hotdog. Was so... Max! Hä, was ist denn? Alles gut, alles gut. Ich glaube, der Freizeitpark spinnt. Wirklich, ich wollte doch... Oh. Der hatte keinen Hotdog mehr, ich hab einen Burger. Willst du auch einen Burger? Ja, bitte auch einen Burger. Okay, nimm dir da auch einfach einen. Okay, Max. Ja, guten Hunger. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Max, Ja, kein Problem. Wollen wir jetzt... Wo sollen wir als nächstes drauf? Sollen wir mal irgendwie aufs Riesenrad oder so? Hä? Hä? Was ist denn der? Max, komischer Typ, der ist weg. Ja, egal, komm. Der war auch weg. Max! Na Leute, irgendwas läuft hier falsch. Max, was ist los? Oh mein Gott, komm mal mit, Paul Berger. Hier ist Max! Was Cooles. Leute, was passiert denn hier? Okay, wohin geht's? Guck mal, hier gibt's sogar ein Labyrinth, ey. Max, ich will dich jetzt nicht verlieren, ja? Oh, komm, wir gehen ins Labyrinth, wer es zuerst rausschafft. Ja, okay. Immer links laufen. Max, wo bist du? Max? Sie ist hier schon. Max! Max, bist du hier drinne? Max, bist du hier im Labyrinth? Max! Paul Berger! Max! Was war das, Leute? Haben das Max, wo bist du? Ich hab mich verlaufen, wo bist du? Hä, das ist voll kleines Teil, wo bist du? Max, 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 Max! Paul Berger! Max, sei wir uns wieder! Max! Max, hier! Was war das? Ey, da haben wir uns ja wieder. Hast du nichts gesehen? Nee, ich hab nichts gesehen. Ey, lass uns abhauen, okay? Lass uns gehen, okay, bitte. Och, ey, mit dir kann man gar keinen Spaß hier haben. Ey, Fortnite damit auch Update rausgemacht. Vielleicht spielst du nur noch Fortnite. Irgendwie Videospiele spielen. Ja, okay, komm. Wir machen noch eine Sache und dann gehen wir, okay, Dean? Hallo, ja, okay, seid ihr die Gäste, oder was? Ja. Ja. Ja, ich hab eine spezielle Attraktion für euch. Ihr seid die 100.000. Besucher. Kommen cool. Sie mit. Okay. Vielleicht bekommen wir irgendwie eine PlayStation 5 oder so. Was ist denn das? Okay. Wollen Sie hier mit dem Ding hier schön rumfahren? Ja, ich krieg langweilig. Sieht ein bisschen langweilig aus. Langweilig? Wow. Nee, lass was. Lass gehen, einfach was anderes. Können Sie denn noch eine andere Attraktion empfehlen? Ja, natürlich, wir haben hier noch einiges am Start. Das Problem, was ich aber sehe, ist... Entschuldigung, hatte irgendwas im Hals stecken gehabt. Was? Auf jeden Fall. Gib mir gleich eine Sekunde, ja. Oh. Aha. Oh. Max, was ist los mit dem? Also, womit Sie auf jeden Fall fahren können, ja, sehen Sie da hinten den Salto-Drain da. Nee, ich hab... Das ist mir zu hoch. Können wir... Max, lass gehen, also. Max, ich glaube, dir geht's nicht so gut. Hä? Was ist denn mit dem Typen los? Okay, weißt du was, Paul Berger, weil es ist ja Halloween. Ja? Lass uns noch einmal ins Gruselhaus gehen und dann gehen wir, okay? Och nee, nicht das Gruselhaus. Ich bin hierher gekommen wegen dem Gruselhaus, das wollte ich unbedingt sehen. Na gut, aber danach gehen wir wirklich? Danach gehen wir wirklich. Dann geh ich spielen, okay?
Hey Leute, okay, was soll denn so gruselig in dem Gruselhaus passieren, Leute? Wir gehen da rein und dann ist alles in Ordnung. Okay, wo ist es? Bugs? Ja, warte, das ist hier hinten irgendwo. Okay, dann... Ich hab das vorhin auf der Karte gesehen. Warte hier noch ein bisschen weiter. Ah, okay. Hier links. Hier links. Papp, ich hab die Abkürzung genommen. Und laut der Karte müsste das gleich irgendwo hier... Ah, da hinten sehe ich es ja schon. Hä, hey, das Gruselhaus. Ist das wirklich... Haunted House. Ist das Haunted House wirklich gruselig, Max? Ich weiß es nicht, aber das, die sagen, das wäre die beste Attraktion hier. Na gut, also... Auch da steht... Da stand jemand gerade... Hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Na gut, dann laufen wir rein. Was soll schon Schlimmes passieren? Oh, let's go. Wie cool ist das denn? Einfach durch? Wohin jetzt? Ja, man muss ja hier einmal so durchkommen. Wann muss man hier... Oh, mal jetzt guck mal da! Oh. Hast du das auch gesehen? Nee. Wie, nee? Weiß nicht, ich habe mich nur erschrocken wegen dem großen Mund. Ach so. Oh, go back. Go back. Lass zurückgehen. Nee, das ist doch hier, das gehört doch zu so einem Gruselhaus dazu. Komm mal, wir gucken mal, wie gruselig das ist. Ah, okay. Das ist bestimmt überhaupt nicht gruselig. Oh, okay, ein Totenkopf. Aber guck mal, da hinten dran ist bestimmt jemand am Schild. Max, oh, Max! Max! Oh, wie cool das hier ist. Oh mein Gott, Max, bleib, warte auf mich. Warte auf mich, Max. Oh Gott, überall so komische Sachen. Max! Max! Ich glaub... Oh mein Gott, Max, ich komme! Max, ich komme! Max! Max! Max, wo bist du? Hä? Leute, wo ist sie denn? Jetzt ist das Licht ausgegangen! Oh mein Gott! Warte mal, da unten ist ein Licht, Leute. Das ist bestimmt Max. Max! Max, 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 Max! Oh mein Gott! Sein Kopf leuchtet! Sein Kopf leuchtet! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ein Gruselhaus! Das ist ein Gruselhaus! Wo muss ich langlaufen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Leute, okay, Leute, Max, wo ist Max, Leute? Gruselhaus, Gruselhaus, Gruselhaus! Okay, Leute, ich hab gar keine Waffen dabei, nichts hier, Max! Max, Max, Max! Das Gruselhaus ist vielleicht auch ein bisschen zu gruselig, Leute! Oh Gott, wohin, 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 wohin? Oh mein Gott! Wir haben dein Bruder! Leute, die wollen mir Angst machen! Das ist nur ein Gruselhaus! Das ist nur ein Gruselhaus! Warum ist hier alles rot? Das sieht aus wie Blut hier! Oh mein Gott! Oh Gott, Leute, wir müssen das Gruselhaus irgendwie verlassen! Wo geht's? Wo geht's denn? Hab ich die wegbekommen, Leute? Ich bin weg. Ich glaube, ich bin in Sicherheit, Leute. Alter. Max, bist du hier drin? Hey, Leute, Max kann doch nicht einfach weg sein. Max, bist du hier? Hey, Leute, ich laufe im Kreis oder so. Ich muss hier raus, Leute. Da ist ein Balkon, Warte mal. Was zum Teufel ist gerade hier mit dem Park los? Ich komme hier nicht raus. Oh mein Gott. Oh, die schießen! Die schießen sogar! Verdammt, 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 warum haben die jetzt Waffen? Wir müssen weg hier. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Oh mein Gott, was ist das hier? Clowns! Raus, 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 raus! Max? Max, warum lacht der Clown da oben? Oh mein Gott, Leute, die Sonne! Warum ist die Sonne? Die Sonne ist ein riesiger Kürbis oder so geworden. Was ist das? Lass mich hier durch! Du bist nicht real! Leute, ich glaube, wir haben ihn weggehauen. Max! Oh mein Gott, Leute, wie komme ich hier raus? Leute, da kommt ein Typ. Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Hallo! Hallo! Helfen Sie mir doch! Hey, Leute, die laufen alle wie Zombies rum. Hallo, helfen Sie mir bitte! Hallo! Helfen Sie, können Sie mir helfen, die Dame? Leute, warum? Die laufen einfach in ein Labyrinth rein. Oh, vielleicht ist das Labyrinth richtig. Oh mein Gott, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Oh! Das Wasser ist zu Lava geworden. Ich verstecke mich hier. Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Wir laufen raus, wir hauen ab, Leute! Oh mein Gott! Ist das der Ausgang? Komm ich hier raus? Nein, Leute! Hey Leute, ich hab echt Angst hier!
Leute, 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 was passiert denn hier? Okay, wir müssen hier weg, Leute. Ich weiß nicht, wo Max ist. Absolut keine Ahnung, aber ich werde hier abhauen. Oh mein Gott, da steht er wieder, da steht er. Guck mal, wie er mich beobachtet. Guck mal, wie er mich beobachtet. Ach du heiliger Bimbam. Ich bin weg, Alter. Oh, Max, dein Lambo steht noch da. Ich werde ihn nehmen. Okay, Leute, warum? Der geht nicht auf. Der geht nicht auf. Oh, oh, oh. Ah, Leute. Hat mich gerade eine Kürbis überfahren. Oh, oh, oh. Was wollt ihr? Berger. Ja, das eine ist verschwunden. Du suchst doch deinen Bruder. Was? Was habt ihr mit Max getan? Willst du Max haben? Ja. Max kam runter. Oh mein Gott, Leute. Was haben die mit Max getan? Wo ist Max? Gib mir meinen Bruder, bitte. Oh mein Gott, Leute. Die sind einfach... Was? Max? Wie bist du jetzt hier erschienen? Ich bin nicht mehr Max. Max? Was haben Sie mit Max gemacht? Jetzt holen wir uns deine Seele. Nein, 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 bitte nicht. Zuerst setzt du dich hin. Nein, ich will nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte. Bitte, 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 bitte. Setz dich hin. Ich sitze. Oder ich werde wir müssen dem Gott des Todes dienen. Nein, nein. Alles brennt hier! Feuer! Max, nein! Was habt ihr getan? Ich war... Es brennt! Ah! Ei! Ich muss auf den Tisch hochklettern, Leute! Ich hab deinen Bruder! Er trägt ihn einfach hoch, der ganze Boot brennt, Leute! Der Tisch aber nicht. Der hat ihn weggebracht einfach. Ich kann gerade nicht raus, es brennt alles. Okay, Leute, das Feuer hat aufgehört. Es ist voll krass. Nein, was ist das? Was ist das? Was ist das hier, Leute? Die Clowns sind alle tot, Leute. Warte, wir müssen es rausschalten. Ich habe nicht mal eine Waffe oder so. Hallo? Hallo? Max! Oh Gott, was haben die mit Max getan, Leute? Max ist auch irgendwie abgefackelt, hat ihn hochgenommen und weggetragen. Okay, Leute. Ha. Komm ich hier einfach raus? Oh, hier ist die Abstellkammer. Wir müssen raus, Leute. Oh mein Gott. Wir sind raus? Falsche Richtung. Die falsche Richtung, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da steht ein riesiger Pumpkin, Sir. Oh mein Gott, oh mein Gott, der verfolgt mich. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Verdammt. Die Richtung. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Was ist das für ein riesiges Teil? Was ist das? Oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's aber los hier. Oh mein Gott, Leute, die schießen auf mich. Wie soll ich denn ausschalten? Ich muss mich verstecken. Leute, ich versteck mich gleich. Vielleicht sieht er mich dann nicht mehr. Das ist ja so gut. Er ist hier. Ah! Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Wir müssen uns weg. Komm. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht. Ey, der hat aber mit irgendwas auf mich geschossen, dieser komische. Wir müssen ihn vielleicht aufhalten und dann die Waffe nehmen und dann. Wir verstecken uns hier in den Büschen, Leute. Hier sind wir vielleicht sicher. Irgendwo, Leute. Guck mal, da ist der riesige Siren. Irgendwo ist er. Okay, Leute, Komm raus! Leute, wir verstecken uns hier im Busch. Wo ist der? Der eine bewegt sich gerade gar nicht. Da ist er. Wo ist der andere? Da ist er. Warte. Komischer, mächtiger Kürbis-Minion! Ja. Oh, Leute, habt ihr gesehen? Er hat noch seine Waffe gehabt. Hä? Warte mal, seine Waffe liegt noch hier. Okay, Leute, wir haben diese Waffe und da ist dieses riesige Monster. Ich schieße den jetzt einfach einmal ab, Leute. Spürt ihr das? Ich weiß nicht. Spürt ihr das? Ich treffe ihn schon, Leute, aber ich weiß nicht, ob er das wahrnimmt. Vielleicht muss ich eher in seinen Pumpkin-Kopf reinschießen, Leute. Ist er umgefallen? Nein, der steht wieder auf. Hä? Leute, was ist denn hier los, Freunde? Und was ist das hier? Was ist denn hier los? Ich glaube, es ist vorbei. Der ist verschwunden einfach. Das kann doch nicht sein. Der ist einfach verschwunden. Wir haben den aber abgeschossen, Leute. Hey, Leute, ich glaube, ich habe ihn eliminiert, Freunde. Der ist verschwunden. Hä? Leute, was hat das auf sich, Freunde? Ist er vielleicht trotzdem noch hier irgendwo? Ich will. Oh! Oh! Away, Bobega, Chima!
Ey, beruhig dich mal, mach mal die Waffe weg, Junge. Alter! Max? Was habt ihr für komische Halloween-Kostüme? Wir haben dich erschreckt, Junge. Was ihr das die ganze Zeit? Max? Ja. Was ist das für eine Waffe? Check, Alter, haben wir gut gemacht. Wieso ist das Wetter so schlecht? Ja, war Glück. War Glück? Ja, war Glück. Und was ist das für eine Waffe? Keine Ahnung, Alter. Die hab ich von euch! Nein, kann gar nicht sein. Wer von euch war der Minion? Der Halloween-Minion, der aussah wie so ein Kürbis, der leuchtende Augen hatte, gerade im Keller so durchgeschimmert hat. Wer war das von euch? Hä? Keiner. Ja, und wer war das im Halloween-Park? Ja, also ich hatte so einen Kürbiskopf hatte ich an. Ja, und wie kam ich hierher? Meine Klamotten. Ey, du bist da hingefahren. Ich bin hier hingefahren. Du bist doch hier hingefahren. Und dann seid ihr gekommen, mich nochmal zu erschrecken. Ja. Und diese Waffe ist nicht von euch. Nein. Nein, was ist das? Und der riesige Siren Head Pumpkin? Welcher? Das riesige Monster mit dem Kürbis? Hä? Keine Ahnung, von was du quatschst. Ey, Digga, willst du uns jetzt irgendwie zurückerschrecken? Leute, wollt ihr mich pranken gerade? Hört ihr das wenigstens? Ja, aber das. Und was war das für. Was sind das für komische Sounds? Macht ihr das wieder? Denkt ihr, ich bin schreckhaft? Was ist das denn? Wie? Leute? Das kommt nicht von uns, diese Leute? Sounds. Leute? Seid ihr das? Ihr seid das, gell? Ihr seid das. Aha! Tschüss, Paul Berger, tschüss, Abi. Hey, ihr wollt mich. Damit haben wir nichts zu tun. Leute, ich hab, glaube ich, das Monster doch nicht. Was habt ihr damit nichts zu tun, oder was? Oh mein Gott, das Monster ist verschwunden. Rennt, Leute, rennt! Mal, Max ist ohne sein Lamborghini gegangen. Also, ich will ja nichts sagen. Heute ist Halloween. Heute darf man Streiche spielen. Heute darf man Action machen, Leute. Ich nehme jetzt einfach mal Max sein Lamborghini mit, Leute. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Auf die Halloween-Party von Max komme ich nicht. Vielleicht besuche ich jetzt einfach ein paar Leute, die ich noch kenne und gucke, was die so an Halloween machen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare anschreiben, was macht ihr heute an Halloween. Und ja, vielleicht gibt es was Süßes bei euch, vielleicht gibt es so was Saures, vielleicht macht ihr eine kleine Party, vielleicht macht ihr auch gar nichts, Leute. Würde mich interessieren. Ey! Alter, da kann ich mal richtig abbiegen, Mann. Und ich habe jetzt schon den Lamborghini ein bisschen zerkratzt. Aber nicht so schlimm, Leute. Ich glaube, wenn es einen Mann in dieser Stadt gibt, der ein bisschen Halloween versteht, dann ist es auf jeden Fall Touren. Und deswegen werden wir da jetzt hinfahren, Freunde. Vielleicht wird er uns auch ein bisschen Süßigkeiten geben oder so. Ich weiß gar nicht, ob Touren weiß, was Halloween ist, Leute. Keine Ahnung. Schnallt euch an, wir fahren da jetzt hin. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt gleich bei Onkel Touren. Ich weiß gar nicht, Leute. Also er hat auf jeden Fall hier nicht ein bisschen dekoriert. Gar nicht dekoriert. So leise Brücken, so. Was geht ab, Alter? Ayo, was geht ab? Ah, du hast gerade dein Auto kaputt gemacht, Mann. Das eine ist da hinten hingeflogen. Guck mal, wo dein Urus ist. Darf ich wieder mal mit dem meditieren? Oh, Entschuldigung. Ja, du hast ein bisschen zu stark meditiert. Ey, Tuan, heute ist Halloween. Das weißt du schon, oder? Nö, keine Ahnung. Feier ich nicht. Ja, aber wenn es jetzt gleich dunkel wird, dann laufen die Kinder rum und sagen Süßes oder Saures. Ja, glaubst du? Dann werde ich alle holen. Oh, Alter, du kannst doch keine Kinder umbringen. Ja, aber die können mich doch nicht überfallen. Nein, du, das ist Geschenke. Nein, die kriegen kein Geschenke. Was haben die denn gemacht, damit die Geschenke verdienen? Na, habt ihr irgendwas gemacht, ihr Kinder? Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr wart einfach so Geschenke. So geht nicht, nein. Nein, dann hast du mich. Mach mal Geschenke für Kinder, glaub mir. Wirklich. Oh, Paul Becker, Mami, nix sauer. Max hat mich allein gelassen. Er ist auf der Halloween-Party gegangen. Oh, Mami, nix sauer. Soll ich dir einen Kürbis basteln, damit du Dekoration hast? Ich hab noch vom letzten Mal, von gestern. Nein, ich feier kein Halloween. Alle Kinder wissen, wenn die hinkommen bei Halloween, dann gibt's Ärger von Tuan. Ja, aber hast du Süßigkeiten eingekauft? Du weißt schon, wenn du keine Süßigkeiten eingekauft hast, musst du andere Sachen geben. Ja, ich geb denen zufällig eine Postnummer von meinem Milligan. Ich will keinen von diesen Kindern hier bei mir haben. Ja, okay, haben tut mir leid. Alle? Ja, alles gut. Vielleicht komme ich später vorbei, wenn's dunkel wird und Halloween anfängt. Erstmal, ich will jetzt ein Bilger haben. Willst du auch einen Burger? Nein, alles gut. Guten Appetit. Ey, Leute, Touren feiert gar kein Halloween. Er hat jetzt gerade hier seine ganzen Autos kaputt gemacht. Irgendwie wirkt es so, als würde er Halloween sogar gar nicht feiern, Freunde. Ey, ich sag euch ehrlich,
Finde ich schade ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute wirklich Halloween feiern. Ich habe gehört, Onkel Rusik ist auf der Halloween-Party. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt noch zu Onkel Amir kurz vorbei und frage ihn, ob er da ist, Leute. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und vielleicht nimmt er mich auf eine Halloween-Party mit. Weil ich will jetzt nicht wie so ein kleiner Junge einfach nur rumlaufen und Süßes oder Saures sagen. Aber gar keine Lust, Alter. Let's go zu Onkel Amir. Okay, Leute, wir fahren jetzt kurz zu Amir. Der müsste jetzt hier irgendwo ja wohnen. Hier irgendwo rechts rein, glaube ich. Ja, genau, hier war das, Leute. Ey, ich hoffe, der nimmt mich auf eine Halloween-Party mit, Freunde, weil ich will auf jeden Fall heute nicht zu Hause rumsitzen oder rumlaufen, Süßes oder Saures sagen. Warte mal, hier ist die Einfahrt irgendwo. So, da ist auch sein Chihuahua oder so, der hat einen Hund. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, früher muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich selber mehr Halloween gefeiert. Aber ich weiß doch, als ich ein bisschen jünger war... Hey, was geht da, du? Oh, was geht, Pauberger? Ich mach mich ready, gleich Halloween-Party. Ja, kann ich mitkommen? Wie, du willst mitkommen? Ja, ich Max ist auch auf der Halloween-Party. Egal, der hat mich nicht mitgenommen und jetzt war ja, die Tour feiert kein Halloween und die anderen, die sind auch irgendwie komisch. Soll ich dich mitholen, weil dein, guck mal, dein Bruder will dich selbst nicht mitholen, Digga, vielleicht weil es Erwachsenen-Party ist. Ich bin erwachsen. Soll ich den mitholen? Die Frau will mich nicht mitholen. Der wird auf uns Kind aufpassen. Aber andererseits, Digga, dann muss ich ihn später nach Hause bringen, nee. Pauberger! Ja? Tut mir leid, ich dachte, da sind keine Kinder erlaubt, ja? Wo gehst du beim Feiern, wenn ich fragen darf? Ach, Digga, das ist doch egal, muss doch nicht wissen. Ich komme nicht, aber ich weiß, ich geh eh um die Häuser ziehen. Ich will Süßigkeiten lieber, weißt du? Ja, dann, wo hab ich die Süßigkeiten? Geh, ja, guckst mal in den Schrank um. Da, hier unten hab ich Süßigkeiten. Nein, kann ich später auch mal klingeln bei dir auf der Party und du gehst mir was Süßes. Nein, Digga, da gibt's keine Süßigkeiten bei uns auf der Party. Ja, wo gehst du hin? Da gibt's was anderes Süßes, aber keine Süßigkeiten. Ach so, süße Frauen. Ja, aber die sind alle leider zu alt für dich, Bauberger. Du hast da keine Chance. Ja, aber wo ist die Party? Ich frag nur, weil Max mich vorhin angeschimmert hat. Also vielleicht gehe ich noch zu Amir später rüber. Und nach Amirs Party kann ich dich abholen. Und wenn ich dann eh durch die Straße laufe und nach Süßen oder Sauren bettel, dann kann ich da später in der Nähe sein, weißt du? Ja, warte ganz kurz. Ja, warte, ich ruf gerade Max an. Ich frag ihn. Hoffentlich, das stimmt eigentlich gar nicht. Aber vielleicht sagt er mir die Adresse und sagt so, ja, was weiß ich, für später, Leute. Na. Hat hier wirklich Süßigkeiten? Ey, unsere ersten Süßigkeiten an Halloween, Leute. Die nehmen wir erst. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ah, verdammt, Alter. Ja, ich bin gerade kein Netz. Ja, da hat, glaube ich, gemacht wegen Halloween-Party und so, weißt du? Ja, dann schreib ihm doch einfach, Digga. Keine Ahnung. Sag einfach. Ja, in der Stadt, Digga. Oh, ich muss jetzt los. Ich muss los, Pauberger. Tschüss. Alles klar, ciao. Ey, Leute, die sind auf jeden Fall alle ganz komisch am Feiern und so weiter. Ey, ich weiß nicht, Mann. Der eine feiert kein Halloween. Und wenn die Halloween feiern, dann machen die irgendwelche komischen Partys. Ich sag euch ganz ehrlich, ich werde jetzt warten, bis heute Abend ist. Und dann werden wir jetzt zu Touren fahren. Weil kein Kind angeblich sich zu Touren traut, nach Süßen oder Saurem zu betteln, Leute. Wir werden das erste Kind sein. Und so wie ich Touren kenne, ich glaube, der hat nicht mal Süßigkeiten gekauft. Ich werde von ihm irgendwas Fettes abziehen, Freunde. Und deswegen schnallt euch auf jeden Fall an. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen warten, bis es dunkel wird. Oh, am Friedhof an Halloween zu chillen, da auch etwas Krasses, Leute. Ey, wir können heute an Halloween so viel Böses machen, Leute. Schnallt euch an. Wir warten jetzt erstmal, bis es dunkel wird. 6,5 Stunden später. Hier, Leute, es ist dunkel geworden, Leute. Der Friedhof sieht auch langsam gruselig aus, Leute. Jetzt ist die Halloween-Zeit. Schnallt euch an, Leute. Es wird nämlich spooky. Ich vermisse auch ein bisschen spooky, Leute. Erinnert ihr euch noch an Spooky von gestern? Vielleicht sehen wir den Kerl auch noch. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren jetzt zu Onkel Thun und werden Süßes oder Saures publizieren, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei Onkel Thun. Der müsste ja jetzt hier am Start sein. Wartet mal, ich parke jetzt mal mein Auto ein bisschen weiter weg. So, Leute, wir... Süßes und gibt Saures! Hä? Das ist doch dieser Jerome aus meiner Schule. Ich weiß, es gibt alles! Hier hast du was Saures! Ah! Ich hasse Halloween! Lass mich in Ruhe damit! Ey, Leute, Touren hasst komplett Halloween. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, aber wenn ich da jetzt klingel, ich glaube nicht, dass er uns was machen wird. Ah! Da hat den Klassenkamerad aus der Oberstufe einfach abgefackelt, Leute, weil er bei ihm geklingelt hat. Ey, ich weiß nicht, ich könnte ihm schon ein bisschen helfen. Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut, Leute. Ich hoffe einfach mal, dass er wieder gesund wird, Freunde. Aber ey, ich sag euch, wie es ist. Ich werde jetzt bei Touren mal... Ich klingel jetzt einfach, Leute. Okay, Leute, seid bereit. Und 3, 2, 1. Klingelingeling. Okay. Ah! Was los, Alter? Süßes oder Saures? Süßes, sonst gibt's Saures? Süßes oder ein Auto? Lass mich los, Süßes. Ja! Wann wirfst du uns ins Wasser rein? Ich geb dir gleich Saules.
Polega! Tor, Walter! Keiner hat mit mir Süßigkeiten. Bitte, ich will auch mal Süßigkeiten haben. Ich hab keine Süßigkeiten hier und du kriegst hier nix! Alle sind auf Party und ich bin der Einzige, der hier ist. Hör auf, Lärm zu heulen, du bist ein Mann! Na, ich will jetzt was Süßes. Geh du was Süßigkeiten kaufen, wo ist das Problem? Du verdienst genug Geld. Warte mal, du hast gar nichts Süßes. Selbst wenn, da und? Ich hab dich erwischt, du hast es an der Wende, du hast nicht mal Süßigkeiten eingekauft. Ich feier kein Halloween! Das musst du feiern, das ist Gesetz, wenn jemand klingelt... Nein, ist nicht Gesetz, nein! Doch, guck im Buch, warte, ich zeig dir, hier. Warte, hier. Nee, guck dein Buch nicht, dein Buch ist gefällt, ich guck in mein Buch klein. Nein, hier. Leute, der hat einfach gar keine Süßigkeiten gekauft, deswegen macht er hier so Rambazamba. Warte mal! Hallo! Nein, guck doch jetzt! Oh, was? Ja, guck hier! Paragraph 27! Halloween muss von jedem ausgeführt werden! Und es ist das Chichikagawa Chachichu Buch! Oh, verdammt! Wann weißt du das? Hast du keine Süßigkeiten? Nein, hab ich nicht. Ja, warte mal, in dem Buch steht, wenn du keine Süßigkeiten hast, dann musst du was anderes geben, was mich glücklich macht. Ja, hier ist eine Vase, kannst du haben, die macht dich glücklich. Nein! Willst du einen Sessel haben? Nein! Oh, willst du einen Katana haben? Hör doch auf mit sowas, ich will was Cooles haben, Mann! Das ist cool, Katana! Ja, eigentlich ist echt cool, aber... Komm mit! Mein Gott! Ich hasse Halloween! Okay. Nächstes Halloween, ich flieg weg! Ja, dann musst du keine Süßigkeiten kaufen. Aber du bist halt hier! Okay, Leute, ich weiß nicht, was er vorhat. Ah! Oh, alles wegen dir hier, du verdammte Blödmann, du! Ah! Aber hast du mir deinen Popo getreten? Ja, du kannst haben die Mercedes hier. Ja, okay. Ja, was? Du willst die mal haben? Gib mir mal zufrieden! Das ist meine Süßigkeit? Nee, du kriegst keine Süßigkeit, du kriegst dafür Auto. Ja, okay, ist alles okay. Danke, Thomas. Ach, verzieh dich! Oh mein Gott, Leute, guck mal, wie krass das Auto aussieht. Geh weg! Oh, ich hab gerade einfach statt einer Süßigkeit einen fetten Benz bekommen, Leute. Oh mein Gott, Leute, wie nice ist das denn? Und ich habe komplett eine gute Idee, Freunde. Wir haben jetzt ein fettes Auto. Ich habe gar keine Lust mehr, Süßes oder Saure zu sagen. Wir werden jetzt zu dieser komischen Hausparty fahren, Leute, wo Ami irgendwie was gesagt hat. Denn ich habe so eine kleine Idee, Leute. Das letzte Halloween gab es eine riesige Hausparty in diesem komischen Tower, Leute. Wir werden da jetzt hinfahren zu diesem Tower. Über dir! Was ist das denn? So, gut, danke für den Tipp. Ich hau ab Los Santos fürs Halloween. Wir sehen uns in Tage wieder. Tuan ist einfach mit dem komischen Raketenjet weggeflogen, weil er nicht mehr Leuten Süßigkeiten geben will, weil ich ihn enttarnt habe, Freunde. Hier läuft alles schief an Halloween, Leute. Aber es wird Zeit, jetzt die Halloween-Party zu stürmen, Leute. Schnallt euch an. Wir werden heute nichts mehr nach Süßem holen, sondern wir werden ein paar süße Perlen klären, Leute. Wir gehen auf unsere erste Halloween-Party. Let's go. Okay, Leute, hier oben ist dieser Tower. Hier ist auch von meinem großen Bruder die Security-Firma. Aber hier, ihr seht es schon, hier sind so Partylichter und so. Hier Eclipse Tower, das ist es, Leute, das ist es. Wir parken jetzt unser Auto hier rein, Leute, in den Eclipse Tower. Zack, Freunde. Wir haben einen fetten Benz von Touren bekommen. Und wir werden da jetzt nach oben gehen, weil hier oben soll diese große Party sein, Freunde. Wir müssen aber mit Fahrstuhl heute dahin fahren, Leute. Deswegen schnallt euch an, wir fahren da jetzt hin und guck mal, wo wir landen. Okay, Leute, wir sind jetzt in irgendeiner... Wartet mal, hier ist voll die Musik und so. Oh, warte mal, ich glaube, hier ist die Halloween-Party, Leute. Wir sind auf der Halloween-Party. Oh, guck mal, die sind alle verkleidet. Oh mein Gott! Leute, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Unsere erste Halloween-Party! Yo, was geht, Alter? Was ist so? Lass uns Ruhe! Entschuldigung, Alter, guck mal, wie die alle aussehen! Sind die von. Wie heißt es nochmal? Diese Drogenlabor und so? Ja, richtig, ich bin von Breaking Bad. Breaking Bad, stimmt! Alter, ist es Pinkman? Oder Pink Woman? Alter, cool. Alter, sogar Hitman. Der eine ist als Hitman. Der eine hat einen Barcode wirklich auf dem Rücken, der andere nicht. Entschuldigung, Hitman. Upsi. Oh, hier ist ein bisschen, okay. Alter, was machst du denn hier? Hä? Omega? Alter, ein bisschen tanzen auf Halloween-Party? Hey, Omega! Verdammt.
Verdammt. Was machst du denn hier? Was ist los, Mann? Was machst du hier? Alter, lass mich doch los. Ich hab dich doch gar nicht eingeladen. Hey, oha, was geht ab, Leute? Ey, Digga, ey, nein. Umzieh ein bisschen. Ey, wartet ihr alle auf die Toilette? Ja, cool. Ey, wir verdrängen dich nicht vor. Entschuldigung, was machen Sie hier? Mario, was machen Sie hier? Ey, Pommel, mach die Augen zu, sofort Augen zu. Nein, weg mit dir, nein. Haram, darfst du nicht. Raus mit dir, Digga, wieder hier! Aber Alter, ganz schnell! Ich wollte doch nur ein bisschen mit Feuer, bitte! Hier ist voll viel. Nein, du siehst doch, das ist nichts für Kinder hier! Jetzt verzieh dich! Alter, raus! Bitte, Abi, bitte. Raus! Alter, Amir! Hallo, die Dame! Power, jetzt soll ich die Ohren langziehen? Alter, ey, Leute, er wirft mich einfach raus! Ey, was soll das, Mann? Ey, ich wollte doch auch nur einmal feiern! Und jetzt wurde ich sogar hier raus und muss wieder in den Fahrstuhl, Leute! Ey, das macht keinen Spaß, Halloween! Ich fahre jetzt hier runter! Ey, Leute, die haben mich jetzt einfach runtergeschickt! Ich bin jetzt in den Fahrstuhl runtergefahren! Es ist komplett dunkel und es ist das schlechteste Halloween, was ich jemals hatte. Wartet mal, das Auto kennen wir doch, Leute. Das ist doch von Spooky, oder nicht? Von gestern. Doch, das ist Spooky seins. Aber nein, hier liegt nur ein Kürbis. Wo ist Spooky? Hä? Leute, irgendwas läuft hier schief. Warte mal, mein Handy klingelt gerade. Hä, warte, Amir ruft mich an? Wartet mal, ich geh dran, Leute. Hallo, Amir, was ist los? Omega, bist du weg? Oh mein Gott, du schnell runter, weg. Ja, ich bin weg schon. Hey, Monster ist aufgetaucht, Volga, guck, dass du wegkommst und da, Leute, der hat einfach aufgelegt, irgendein Monster soll da sein. Ey, Leute, ich weiß, egal, der labert, der will mich eh wieder pranken. Aber ey, wo ist... Leute, das ist, glaube ich, Nein. Spooky, bist du's? Spooky, Freund. Oh mein Gott, Leute, das ist Spooky von gestern. Hey, Spooky, was machst du denn hier? Böse, Freund wegschicken. Spooky, ja. Angst machen, böse Menschen. Oh mein Gott, Spooky hat den Angst gemacht. Alles Spooky, mein Halloween ist bis jetzt voll kacke. Wollen wir zusammen, Leute, Angst machen gehen? Ja, Angst machen, Spooky und Freund. Ja, oh mein Gott, Leute. Ich fahr, Freund Spooky. Fahren. Ja. Oh mein Gott, wir dürfen mit Spookys Auto fahren und werden jetzt Leuten in der Stadt Angst machen, Freunde. Oh mein Gott, das wird doch das beste Halloween, was ich jemals hatte. Ey, Leute, ich weiß, wo wir hinfahren. Wir fahren zum Friedhof, wo vielleicht Leute denken, da passiert eh nichts Gruseliges. Wir gehen da jetzt mit Spooky hin und erschrecken einfach Leute. Let's go. Okay, Leute. Wir fahren jetzt zum Friedhof. Ich habe absolut keine Angst mehr, hier an Halloween auf dem Friedhof zu chillen, Leute. Das ist schon so eine Mut. Spooky, komm mit. Psst. Leise, Spooky. Ich rede kurz mit jemandem und dann kommst du und erschreckst den. Erschrecken? Ja, warte. Okay, da vorne sitzt eine Frau. Spooky, warte noch kurz. Ey, Leute, ich gehe jetzt hin und ich werde dir jetzt so Angst machen. Ah, hallo, guten Tag, die Dame. Ja, was kann ich für dich tun? Und zwar, Sie wissen schon, dass heute Halloween ist und Sie vielleicht die Bank lieber verlassen sollten. Nein. Spooky, komm. Doch, Sie was können schon verlassen. Oh, pass auf, das ist ein Monster. Das ist wirklich ein Monster. Hinter ja, natürlich. Doch. Du machst diese mit deinem Handy. Nein, das ist ein Monster. Gucken Sie doch mal. Angst haben. Hilfe! Spooky! Nein, stopp, Spooky! Spooky, nein! Spooky, Angst machen! Spooky! Alle Leute haben jetzt Angst, weil Spooky geschossen hat! Oh, was? Spooky! Spooky! Ganz ruhig! Angst? Komm weiter! Leute, Spooky übertreibt irgendwie komplett. Er hat einfach gerade hier geschossen und somit hat sich die Frau erschrocken. Und nicht nur die Frau, Leute. Die Frau ist, ja, ich weiß nicht, ob sie gut geht, aber wir sind hier schon am Friedhof. Spooky! Leute, vielleicht war das nicht die beste Idee an Halloween, mit einem Halloween-Monster jetzt meine Zeit zu verbringen. Spooky, du musst dich entspannen, okay? Bleib ruhig. Ey, Leute, uns verfolgt doch irgendein komischer lila Lamborghini. Spooky, ganz ruhig bleiben. Er rastet komplett aus.
Spooky, Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht. Auf jeden Fall, Leute, wir müssen uns festhalten. Denn dieses Halloween wird irgendwie noch sehr extravagant, Leute. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch allen Happy, Happy Halloween, Leute. Feiert schön und schreibt mir in die Kommentare, was ihr an Halloween macht. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nach Halloween. Übersteht alle gut diesen gruseligen Abend. Und ich und Spooky werden noch eine böse Nacht haben, Leute. Yeah, Bumpaga! Yeah.